Kommst du damit rauf? Nein, es tut mir leid, aber ich habe da noch zu tun. Oh, Christian. Es ist doch erst 22:30. Ich weiß, es ist noch früh. Aber ich habe dir was mitgebracht. Moment. Hier. Mach's erst oben auf, ja? Weißt du noch? Heute, genau vor einem Monat, hast du mir bei Philippe zum ersten Mal die Haare geschnitten. Ich muss dir noch was sagen. Ruf nicht mehr bei mir zu Hause an, ja? Meine Mutter stellt mir unangenehme Fragen. Sie hat noch ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Frau. Und ich möchte vor unserer Scheidung keine unnötigen Probleme mehr haben. Verstehst du? Ruf mich in der Praxis an, ja? Mhm. Ich liebe dich. Ich dich auch. Entschuldigen Sie bitte vielmals, ich habe Sie nicht kommen sehen. Was ist passiert? Ich kam über den Hintereingang der Bank, durch den Hof. Und die junge Dame von da, wir haben beide gleichzeitig auf den Lichtschalter gefasst. Der Schalter ist wieder kaputt, Frau Dürr. Ich habe den Elektriker schon bestellt. Tut mir wirklich leid. Gute Nacht. Sie konnten ja nichts dafür. Gute Nacht. Kind, Sie zittern ja. Ich bringe Sie nach oben, ja? Ja. Das ist vielleicht ein komisches Gefühl. Ich will das Licht anmachen und spüre eine Hand. Hätte ja sonst wer sein können. Der ist einer von den dreien, die nachts die Bank kontrollieren. Fürs Haus hier bin ich verantwortlich. So etwas wie vor einem halben Jahr passiert bei mir nicht. Was ist denn passiert? Eine junge Frau ist in ihrer Wohnung ermordet worden. Erwürgt. Hier im Haus? Nein, im Nebenhaus. Ja, und wer war's? Das haben Sie nicht rausgekriegt. Kommen Sie. Naja, die Wohnung ist noch nicht fertig eingerichtet. Aber ich fühle mich wohl. Ja, Sie sind gerade 4 Wochen hier drin, Fräulein Katrin. So etwas kostet eine Menge Geld. Das muss ja auch erst mal verdient werden. Gefällt Ihnen die Schlafcouch? Die ist doch klasse, oder? Vor allem praktisch. Und wo wollen Sie das alles unterbringen? Tja, dafür brauche ich noch was. Ein kleines Schränkchen oder eine Kommode. Da steht einer bei uns am Tischler. Der will den loswerden, weil er den Platz braucht. Ich rufe ihn an. Oh, das wäre nett. Gut, dann sage ich Ihnen morgen Bescheid. Gute Nacht. Gute Nacht, danke. Schenkel hinauf. Du standest nackt vor deinem Spiegel und hast gelächelt. Schön, dass du noch mal anrufst. Hallo? Mein
Blick wandert deine herrlichen Schenkel hinauf. Scheiß Wichser! Tiefschlägerei Feller! Guten Tag, Herr Feller. Ja, ich habe eine Interessentin für das Schränkchen. Hm? Gut, dann gebe ich Frau Hacke Ihre Adresse, ja? Ich hatte so viel Anschaffungen zu machen. Könnte ich vielleicht doch noch mal 200 Mark abheben? Mein Gehalt kommt doch bald. Hm? Mal sehen, was ich für Sie tun kann, Frau Hacke. Moment bitte. Glück muss der Mensch haben. Bewilligt. Super. Ich danke Ihnen. Sind wir anschließend natürlich noch tanzen gegangen. Und das Witzige war, da hat mir Weißwein gespielt. Ich darf Sie doch einen Augenblick allein lassen. Ja, okay. Bin gleich wieder da. Sandra, könntest du morgen Vormittag meine Kundin übernehmen? Ich muss zu meinem Vater. Ich bin total pleite. Okay. Wenn der Chef nichts dagegen hat, übernehme ich sie. Aber lass mich nicht den ganzen Vormittag hängen. Danke. Wiedersehen, Herr Schneider. Danke. Hallo, ist mein Vater hinten? Ja. Was ist das? Wo hast du denn die Kette her? Das geht dich überhaupt nichts an. Paps. Was ist eigentlich mit dir und Florian los? Florian ist nervtötend. Deine Eifersucht macht mich ganz krank. Ihr seid jetzt schon über 2 Jahre zusammen. Na und? Hast du einen anderen? Nein. Weißt du, ich liebe ihn nicht mehr. Hm? Nimm's locker, hm? Neu? Gehört einer Freundin. Wir tauschen gegenseitig die Klamotten. Ist billiger. Sehr vernünftig, da hast du es besser. Die Sachen, die ich von meinem älteren Bruder auftragen musste, waren immer uralt. Ich spare, wo ich kann, und trotzdem bin ich immer pleite. Na, sowas. Ach, du nimmst mich nicht ernst. Deine Geldschwierigkeiten nehme ich sehr ernst, mein Kind. Ich brauche ein neues Auto. Meins macht's nicht mehr lange. Außerdem hat es keinen Cut. Aber ich habe kein Geld. Dann kannst du es dir nicht kaufen, mein Liebling. Du musst lernen, mit deinem Geld auszukommen. Ich habe die Kaution für deine Wohnung bezahlt. Die teure Schlafcouch. Jetzt ist erstmal Schluss. Oh, Paps. Hier, die Kundin, Herr Hacke. Kommen Sie sofort. So. Bei einer Kredithöhe von 27.000. Die 7.000, die Sie jetzt bei uns im Soll haben, sind inbegriffen. Und eine Laufzeit von 9 Jahren beträgt die monatliche Rate 400 Mark und 80 Pfennig. Na ja, so könnten Sie doch Ihr neues Auto finanzieren. Wenn Sie das machen würden, das könnte ich bezahlen. Gut. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Sie seit mindestens 6 Monaten in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Ich arbeite im Salon Philippe, aber erst seit einem Monat. Oh.
dann ist das fast nicht machbar. Ich habe gedacht, Sie könnten mir helfen. Passen Sie auf. Sie bringen mir alle Unterlagen, die Sie haben. Lohnbescheinigung, Beitragsnachweise und so weiter. Versprechen kann ich nichts. Aber gehen wir es einfach mal an. Das wäre schrecklich nett von Ihnen. Danke. Auf Wiedersehen. Danke, Herr Schuster. Ist der nicht klasse? Die 52 gebe ich dir nächste Woche ganz bestimmt zurück. Ich nehme Kredit auf. Bei der Bank? Naja, wo denn sonst? Sandra, kannst du die Klamotten wegpacken? Christian kommt gleich und ich muss mich noch anziehen. Silvia Krüger. Wer ist denn das? Silvia Krüger. Keine Ahnung. Zeig mal. Mein Blick wandert deinen herrlichen Schenkel hinauf. Meine süße Kleine. Dieselbe Anrede und der gleiche Scheiß wie in dem Brief an mich. Was, du hast auch so einen? Von wem? Du stellst vielleicht Fragen. Ist doch anonym. Ohne Absender. Hast du Böhme von dem Brief erzählt? Bist du verrückt? Der würde ausrasten. Christian ist wahnsinnig eifersüchtig. Ist ja noch schlimmer als Florian. Für Maxi, zur Aufbesserung ihres Taschengeldes. Chris, das ist nicht nötig. Maxi hat alles, was sie braucht im Internat. Ich glaube, sie würde sich mehr darüber freuen, wenn du wieder ein bisschen öfter die Wochenenden mit dir verbringen könntest. Hm? Aber das geht nicht, das weißt du. Es ist Quartalsende und ich habe die Abrechnungen zu machen. Okay. Sag ihr das bitte. Ja. Fahr vorsichtig. Grüß sie ganz lieb von mir. Ciao. Lebt Böhme eigentlich allein in seinem Haus? Nein, mit seiner Mutter. Putzen, waschen, bügeln, kochen. Naja, sie führt ihm eben den Haushalt. Und wann lässt er sich scheiden? So schnell wie möglich. Er lebt seit Jahren von seiner Frau getrennt. Aber sie zögert die Scheidung raus. Sie will sich nicht scheiden lassen. Tja, er versteht das besser als ich. Bei so einem Mann. Das ist er. Christian? Das ist meine Freundin Sandra. Guten Abend. Guten Abend. Ich muss leider gehen. Tschüss. Ich bring dich raus. Ich hab dir was mitgebracht.
zieh's doch mal an. Entschuldigung. Bitte, bitte. Tut mir leid. Woher soll er denn wissen, dass wir hier sind und du unbedingt mit ihm reden willst, hm? Aber ich muss doch morgen Mittag wieder zurück. Weißt du was? Ruf ihn an, hm? Oder noch besser ist, du lässt ihn heute in Ruhe arbeiten. Und ich mache morgen ein wundervolles Frühstück. Mit Cornflakes? Mit Cornflakes. Und dann hast du genügend Zeit, mit ihm zu reden. Einverstanden? Oh, meine Kleine. Guten Abend. Dankeschön. Was hast du vergessen, Christian? Was willst du machen, dass du mitkommst? Mach dir teure Geschenke, ja? Es geht dich einen Scheißdreck an. Ach ja. Und seine Frau wohl auch, ja? Der Typ ist verheiratet. Noch. Noch ist er verheiratet. Da kann ich ja nur lachen. So wie der heute seine Frau zum Abschied geküsst hat, das sah nicht nach Scheidung aus. Das war seine Mutter. Seine Mutter? Seit wann ist ein Sohn älter als seine Mutter? Hä? Der und sich scheiden lassen. Der kommt doch nur hier, um dich flachzulegen. Raus! Hallo?
Es ist 14 Uhr. Wir bringen Nachrichten. Ja, guten Tag. Ich möchte gerne Herrn Dr. Böhme sprechen. Tut mir leid, mein Mann ist nicht da. Zahnarztpraxis Dr. Böhme. Die Praxis ist zurzeit nicht besetzt. Bitte rufen Sie in dringenden Notfällen die Nummer 781910 an. Vielen Dank. Christian, ich will sofort mit dir sprechen. Ich weiß, zu Hause bist du nicht. Hat mir deine Frau gesagt. Ich denke, du lebst getrennt. Und ich hab dir geglaubt. Du bist gemein verlogen. Ich weiß alles. Das verzeih ich dir nie. Zahnarztpraxis Dr. Böhme. Die Praxis ist zurzeit nicht besetzt. Bitte rufen Sie in dringenden Notfällen die Nummer 781910 an. Vielen Dank. Ich bin's. Chris, geh bitte ran. Chris, bitte. Maxi wollte dir... Papa, ich wollte dir nur Tschüss sagen. Ich muss wieder weg. Und vergiss nicht, bis nächsten Sonntag. Bussi, tschüss. Also wie du fährst? Dreimal die Vorfahrt geschnitten und einmal mit 80 durch eine 30er-Zone. Ist wahr, das habe ich gar nicht gemerkt. Warum bist du denn so nervös? Mir geht's nicht gut, deshalb fahre ich dich auch heute nicht. Dann leg dich ins Bett. Das tue ich auch gleich. Hier, reicht das für die Bahnfahrt? Langt, Mami. Tschüss, grüß Papi. Tschüss. Na, beeil dich, es ist gleich 3 Uhr. In 5 Minuten geht dein Zug. Zahnarztpraxis Dr. Böhme. Die Praxis ist im Moment nicht besetzt. Bitte rufen Sie. Hi, Mom. Wo? Fangt ihr schon mal an hier. Ich kümmere mich um meinen Hake. Herr Hake, dort muss gestern, also am Sonntag, zwischen Mittag und Nachmittag eingetreten sein. Sie wurde erwürgt. Ja. Die Würgemale am Hals sind deutlich sichtbar. Wollen wir uns irgendwo zusammen hinsetzen? Herr Hake, Sie sollten jetzt nicht Auto fahren. Lassen Sie Ihren Wagen stehen, ich fahre Sie nach Hause. Florian war Ihr Freund. Ich muss mit dem Jungen sprechen. Wir werden den Mörder Ihrer Tochter finden. Keiner von den Hausbewohnern, die übers Wochenende hier waren, hat etwas gehört. Ein Fremder kann es nicht gewesen sein. Sie hat den Täter selbst reingelassen. An der Tür gibt es keine Spuren eines gewaltsamen Eindringens. Gewaltig für eine zarte Mädchen. Und außerdem die Initialen CB. Wer ist CB?
Das Angebot einer Kfz-Finanzierung mit einer Laufzeit über 9 Jahre. Da liegt die Karre schon längst auf dem Schrottplatz und die zahlt immer noch ab. Das ist doch die Bank hier im Haus. Dr. Christian Böhme. Wie kommt es eigentlich, dass Sie so gut über ihn informiert sind? Ich bin ihm mal nachgefahren, als er von Katrin gekommen ist. Ist doch nicht verboten, oder? Und Katrin Hake hat Ihnen das geglaubt, was Sie in dieser Nacht über Dr. Böhme erzählt haben? Na klar, sie war wahnsinnig wütend auf ihn. Wo waren Sie am Sonntagnachmittag? Herr Fischer, ich muss Sie darauf hinweisen, dass ich in einem Mordfall ermittle. Wenn Sie mir also die Wahrheit verschweigen... Ich war zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Ich war allein. Sagen Sie, glauben Sie vielleicht, dass ich's war? Glauben Sie, ich habe Sie umgebracht, ich? Ich hätte ja nie was tun können. Sie haben kein Alibi für die Tatsache. Ich habe Sie geliebt. Danke, Ende. Also, das vorläufige Obduktionsergebnis. Tatzeit, Sonntagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr. Der mikroskopische Befund des Abstrichs ist negativ. Katrin Hake ist also nicht vergewaltigt worden. Auf dem Füllfederhalter sind keine brauchbaren Fingerspuren. Die sind zwischen den Polsterkissen verwischt worden. CB, Christian Böhme, war Ihr Liebhaber. Warum sollte er Sie umbringen? Und wenn er es getan hat, wird er seinen Füllfederhalter bestimmt nicht wiedererkennen. Vielleicht jemand anderes. Das gute Stück kostet immerhin 950 Mark. Wir haben das zerrissene Foto rekonstruiert. So. Sicher Dr. Böhme. Was hat denn mein Mann mit der Mordkommission zu tun? Bitte setzen Sie sich. Danke. Wir ermitteln in dem Mordfall Katrin Hake. War das eine Patientin meines Mannes? Möglicherweise. Möglicherweise? Ich verstehe. Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, Frau Böhme. Aber unsere Ermittlungen haben ergeben, dass Ihr Mann mit Frau Hake ein intimes Verhältnis hatte. Sie irren sich. Mein Mann und ich, wir haben eine unheimlich gute Ehe, bestimmt. Entschuldigung. Wo war Ihr Mann gestern Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr? Zu Hause. Wir waren den ganzen Sonntag zu Hause. Kennen Sie den Füllfederhalter? Nein. Sehen Sie mal hier. Das sind die Initialen Ihres Mannes. Wir haben ihn bei der Toten gefunden. Wollen Sie etwa damit sagen, dass... Hören Sie. Mein Mann hat mit dem Mord nichts zu tun. Mein Mann, Herr Kress, Herr Heimann, die Herren von der Mordkommission, die möchten mit dir sprechen. Guten Tag. Guten Tag, Böhme. Bitte. Entschuldigung, Frau Böhme, aber wir müssen Ihren Mann allein sprechen. Aber ja, natürlich. Entschuldigung. Herr Dr. Böhme, Ihre Freundin Katrin Hake ist ermordet worden. Deshalb sind wir hier. Wir haben sie in ihrer Wohnung gefunden. Erwürgt. Erwürgt? Ja. Wann haben Sie sie denn zum letzten Mal gesehen? Aber ich war doch am Samstagabend noch. Hat Ihre Frau von Ihrem Verhältnis gewusst? Nein, nein. Meine Frau besucht Maxi, unsere Tochter, immer übers Wochenende im Internat. Dann hatte ich Zeit. Wo waren Sie gestern? Hier. Den ganzen Tag? Ja, den ganzen Tag. Maxi hat ausnahmsweise mal das Wochenende hier verbracht. Böhme, guten Tag, Frau Dr. Just. Ist Maxi im Haus? Ich würde gerne mal mit ihr sprechen.
so, das Seminar, das habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Dann sagen Sie ihr viele Grüße, ich rufe später noch mal an. Ich frage Sie noch mal, kennen Sie den Füllfederhalter? Nein. Sehen Sie ihn sich bitte genau an, da sind Ihre Initialen drauf. Ja, CB, meine Initialen, aber er gehört mir nicht. Wir fanden ihn bei der Toten. Alles weist darauf hin, dass der Besitzer dieses Füllers gestern Nachmittag bei Katrin Hake in der Wohnung war. Und Sie vermuten, dass das der Täter ist, also ich, weil auf diesem Ding da CB steht. Das ist doch absurd. Werfen Sie mal einen Blick ins Telefonbuch, wie viele Leute es mit diesen Initialen gibt. Ein Mörder hat ein Motiv für seine Tat, Herr Kress. Ich habe kein Motiv. Und warum hätte ich Katrin etwas antun sollen? Ich habe dieses Mädchen noch geliebt. Glaubst du dem Böhme? Ist dir was aufgefallen? Böhme kam doch von draußen, ohne Mantel bei dem Wetter. Und als wir eben gegangen sind, lag da ein Herrenmantel auf dem Sessel in der Diele. Aber vorher, als wir kamen, da war er nicht da. Du meinst, er hat alles gehört, was seine Frau gesagt hat? Könnte doch sein. Er hat ja nur das bestätigt, was sie gesagt hat. Warum erzählst du denn der Polizei diesen Unfug? Ich war doch am Sonntagnachmittag in der Praxis. Aber doch nicht die ganze Zeit. Oder? Hast du eine Zeugin dafür? Du wirst dein Alibi brauchen. Ach, und das glaubst du mir geben zu müssen. Claudia, wenn Sie Maxi fragen... Na, dann werde ich ihm Maxi was sagen... Was wirst du? Nichts wirst du. Du wirst sie aus dieser Geschichte draußen lassen! Natürlich muss der Füller nicht Böhme gehören. CBs gibt's viele. Aber ich glaub nun mal nicht an solche Zufälle. Na, hast du was rausgefunden? Ja. Maximiliane Böhme geht ins Land Schulheimberg, das ist die Adresse. Und wisst ihr, wie ihre Mutter heißt? Claudia Böhme. Hat sie die gleichen Initialen wie ihr Mann? Sie hat ein Motiv, das Mädchen aus dem Weg zu holen. Und vorausgesetzt, sie hat von dem Verhältnis gewusst. Sag mal, sie hat doch ausgesagt, dass er den ganzen Tag zu Hause war. Damit hat sie ihr eigenes Alibi gleich mitgeliefert. Du willst noch mal weggehen jetzt? Ich meine, muss das unbedingt sein? Ich denke, Claudia, wir sind uns einig. Katrin Hake steckte bis über den Kopf in Schulden. Mit 7.000 Mark allein bei der Bank. Ja, kein Wunder bei den Rechnungen. Home-Video für 2.000, Fernseher 1.598, CD-Player 798 und. Das ist ein bisschen viel für 1.600 netto im Monat. Florian, du musst das der Polizei sagen. Wozu? Das macht Katrin auch nicht wieder lebendig. Nein, aber es könnte dich vielleicht entlasten. Du hast der Polizei nicht alles gesagt. Und wenn sie dahinter kommt, dann kommst du da nicht mehr raus, mein Junge. Ich weiß doch nicht. Du verdammter Idiot! Ich weiß das, aber nicht die Polizei! Wenn du nicht gehst, dann gehe ich. Aber ich sage dir, das ist nicht dasselbe. Das ist ein bisschen happig. Ha! Eine Kfz-Finanzierung über 9 Jahre. Guck dir das an. Guten Abend. Guten Abend. Bitte kommen Sie rein. Entschuldigung, dass wir so spät noch kommen. Ja. Herrn Heimann kennen Sie schon, das ist Herr Johnson, Herr Hake und Herr Fischer. Ich habe Ihnen heute Mittag nicht alles gesagt. Ich habe mich geschämt. Ja, bitte. Warten Sie bitte einen Moment, ja? Danke. Also. Ich bin Sonntagnacht, als ich bei Katrin war. Als ich ihr das alles über Böhme erzählt habe,
Ich bin nicht gleich nach Hause gefahren. Ich war wahnsinnig gekränkt. Sie hatte mich geohrfeigt. Dann habe ich die Telefonzelle gesehen. Und plötzlich kam mir eine Idee. Ich habe nur gedacht, hoffentlich ist er noch nicht zu Hause. Böhme? Wenn der Mann jetzt gleich nach Hause kommt, dann kommt er nicht aus seiner Praxis, sondern von seiner Freundin Katrin Hake. Sie haben... Hallo, wer spricht denn da? Das ist doch völlig egal. Haben Sie nicht verstanden? Ihr Mann hat eine Freundin. Was soll das denn? Was reden Sie denn für einen Unsinn? Sie ist Friseuse, sie wohnt in der Osterstraße 10. Ihre Telefonnummer ist 955-0240. Er schläft mit ihr. Nun sagen Sie mir endlich, wer da spricht. Hallo, sind Sie noch da? Der schreckt von nichts zurück. Was wollten Sie denn damit erreichen? Mein Gott, ich hab gedacht, wenn seine Frau alles weiß, dann muss er Katrin in Ruhe lassen. Und deshalb wollten Sie den Anruf unterschlagen? Ich bin an allem schuld. Mein Gott, die arme Katrin. Wer wusste von diesen Briefen? Niemand. Und Dr. Böhme? Nein, der ist doch so eifersüchtig. Katrin hat gesagt, er rastet aus, wenn er die liest. Und deshalb habe ich sie eingesteckt. Wann haben Sie Katrin das letzte Mal gesehen? An dem Samstag. Am Sonntag haben wir telefoniert. Hallo, Philipp? Moment bitte. Das ist für Sie. Ich sollte dich zurückrufen, Gerd. Ja, die Kollegen, die damals den Fall Silvia Krüger bearbeitet haben. Du weißt, das war die Tote im Nebenhaus von Katrin Hake. Der Fall ist doch noch ungeklärt. Ja, vielleicht gibt's da einen Zusammenhang mit dem Fall Hake. Lass dir doch mal die Akten zur Einsicht geben. Mach ich. Chris. Ja, bitte? Guten Tag, Herr Dr. Böhme. Augenblick, bitte. Danke, Ende. Haben Sie was rausgefunden über den Täter? Nee, noch nicht. Das Protokoll, wenn Sie es bitte durchlesen würden. Dankeschön. Warum sagen Sie eigentlich nicht die Wahrheit? Welche Wahrheit? Ihre und die Aussagen Ihrer Frau stimmen zwar überein, aber leider nicht mit der Wahrheit. Herr Dr. Böhme, ich war bei Ihrer Tochter. Warum haben Sie das Kind denn mit reingezogen? Sie waren am Sonntag nicht zu Hause. Also wo waren Sie? Ich war in meiner Praxis. Den ganzen Tag? Ja, ab mittags. Moment bitte. Guten Tag, Frau Liebig. Schönen Dank, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Mein Name ist Kress. Bitte kommen Sie ran. Frau Sandra Liebig, Herr Dr. Böhme, bitte nehmen Sie Platz. Also bitte, Gerd. Frau Liebig, Sie sagten mir vorhin, Sie wollten am Sonntag zu Ihrer Freundin Katrin fahren. Katrin hatte erfahren, dass Dr. Böhme nicht getrennt von seiner Frau, wie er ihr gesagt hatte, sondern ganz normal mit ihr zusammenleben würde. Katrin war völlig am Ende. Sie war wahnsinnig enttäuscht. Da wollte ich sie trösten. Wann sind Sie hingefahren? Als ich am Sonntag ankam, war es 3:30.
Ich läutete zweimal. Niemand öffnete. Ich wunderte mich. Am Telefon hat sie gesagt, dass sie zu Hause bleiben würde. Dr. Böhme ist bei ihr, dachte ich. Und deshalb macht sie nicht auf. Da wollte ich natürlich nicht stören und bin wieder nach Hause gefahren. Vielen Dank, Frau Liebig. Ich bringe Sie raus. Katrin Hake wurde zwischen 15 und 16 Uhr umgebracht. Um 15.30 Uhr stand ihr Wagen vor der Tür. Sie haben aber ausgesagt, Sie hätten Frau Hake das letzte Mal am Samstagabend gesehen. Was ist denn nun die Wahrheit? Ich bin am Sonntagnachmittag zu Katrin gefahren, weil sie mit mir reden wollte. Sie hatte auf den Anrufbeantworter gesprochen in meiner Praxis. Aber als ich hinkam, stand ich vor verschlossener Tür, genauso wie diese Sandra. Ich habe bei einem Nachbarn geläutet, damit ich wenigstens ins Haus gekommen bin. Wie heißt der Nachbar? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich habe dann noch mehrmals an ihrer Wohnungstür geklingelt. Ich habe geklopft. Ich habe ihren Namen gerufen. Aber sie gab keine Antwort. Es hat dann noch zweimal geklingelt. Und das muss Sandra gewesen sein, die unten an der Haustür stand. Ich sehe, Sie wollen mir das nicht glauben, nicht wahr? Nee. Wissen Sie warum? Sie geben immer nur das zu, was wir Ihnen beweisen können. Aber ich habe doch kein Motiv, Herr Kress. Ich bin kein Mörder. Warum haben Sie dann wiederholt wissentlich die Unwahrheit gesagt? Nein, nicht ich. Ich habe keine falschen Aussagen gemacht. Meine Frau hat das gemacht. Sie wollte mir ein Alibi geben. Ihnen oder sich selbst? Ihre Frau behauptet zwar, sie hätte nichts von ihrem Verhältnis mit Frau Hake gewusst. Aber ein Freund von Katrin hatte sie angerufen und es ihr gesagt. Sie wusste also genau Bescheid. Kann ich den Füller wieder haben? CB. Den könnte auch Ihre Frau bei der Toten verloren haben. Meine Frau. Dieser verdammte Füllhalter gehört weder mir noch meiner Frau! Herr Dr. Böhme, Sie sind vorläufig festgenommen. Bis wir die Richtigkeit Ihrer Aussagen überprüft haben. Sie sind ja verrückt geworden. Dörr? Hallo, Frau Dörr. Hi, Mann. Guten Tag. Frau Dörr, ich habe erfahren, dass Sie Frau Katrin Hake einen Schrank vermittelt haben. Wem hat der vorher gehört? Frau Krüger, die im Nebenhaus ermordet wurde. Während die Polizei die Untersuchungen machte, da war er in der Tischlerei Feller zur Reparatur. Ich habe erst später davon erfahren. Wusste Frau Hake davon? Ja, am Sonntagmorgen, da hat sie mich angerufen. Und da habe ich sie gesagt. Danke, Frau Dörr. Hört mal. Du standest nackt vor deinem Spiegel und hast gelächelt. Und ich träume davon, dass du eines Tages auch für mich so lächelst. Oh, hör bitte auf, wir haben den ganzen Quatsch schon zigmal gelesen. Und dann werde ich alles mit dir machen, was ich will. Ob da tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, ist fraglich, das werden wir sehen. Jedenfalls bleibt der Fall Hake bei uns, weil wir mit unseren Ermittlungen wesentlich weiter sind. Den Fall Sylvia Krüger sollen wir dann auch übernehmen. Beide Briefe wurden von denselben Typen geschrieben, einem Spanner, einem Psychopath. Ein Spanner mit der nötigen Aggression könnte auch zum Mörder werden. Wird er nicht sein eigenes Lustobjekt umbringen? Hat er nichts mehr zu gucken? Sagt mal, was sitzt ihr hier noch rum? Uns bleiben nicht mal 24 Stunden, um Böhme zu überführen. Dann müssen wir ihn laufen lassen. Habt ihr Frau Böhme erreicht? Nein. Ich möchte wissen, ob und bei wem Böhme am Sonntag geläutet hat. Henne, übernimm du das bitte, ja? Bin schon unterwegs. Und du fährst bitte zu Frau Böhme und benachrichtigst sie, dass wir ihren Mann festgenommen haben. Mach ich. Kress, verbinden Sie mich bitte mit der Schufa, mit der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Frau Hake wollte ihre Schulden loswerden.
Die hatte doch schon 7.000 Mark Bankschulden und dann auf Ihren Rat hin zusätzlich noch mal 20.000 für ein Auto. Da hätte Frau Hake also insgesamt 44.000 Mark zurückzahlen müssen. Nennen Sie das schuldenlos werden? Die monatliche Rate in Höhe von 400 D-Mark und 80 Pfennig ist wirklich sehr gering. Haben Sie öfter solche Verträge gemacht? Nein. Ja, bitte. Herr Bockmeier, ich brauche noch eine Unterschrift. Ich möchte Feierabend machen. Er möchte Feierabend machen. Was ist denn das mit Frau Hake passiert? Vergangenen Sonntagnachmittag. Am Sonntag? Da hatte ich noch Ihren Antrag in der Hand. Wann? So zwischen 3 und 4. Haben Sie da zufällig einen Jaguar vor der Tür stehen sehen? Einen Jaguar? Anthrazit, ja. Den habe ich gesehen, ja. Als ich wegging, da stand er immer noch da. Danke, Herr Bockmeier. Nichts zu danken. Ich muss noch Ihren Mantel holen. Ah ja. Heimann? Hallo Leo, ich habe Frau Böhme angetroffen und habe sie davon in Kenntnis gesetzt. Was? Direkt gegenüber? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Bitte kommen Sie herein. Erinnern Sie sich an eine junge Frau namens Sylvia Krüger? Nein. Eine Kundin? Sie wohnte Ihnen gegenüber. Im Nebenhaus von Katrin Hake. Aha. Ja, tatsächlich, eine Kundin. Sie wurde vor einem halben Jahr tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Erwürgt. Das Gleiche passierte mit Katrin Hake. Sehen Sie da einen Zusammenhang, Herr Bockmeier? Wieso ich? Sylvia Krüger und Katrin Hake waren hübsche junge Frauen. Beide in Geldschwierigkeiten. Beide in Bankgeschäften unerfahren. Sie haben ihnen Kredite eingeräumt, die absolut unzulässig waren. Mein Kompetenzbereich erlaubt derartige Abschlüsse. Und ich trage auch allein die Verantwortung dafür. Was denn für eine Verantwortung? Sylvia Krüger musste eine Versicherung abschließen, die ihre Restschuld übernahm. Im Todesfall. Da gingen Sie doch überhaupt kein Risiko ein. Ach, wissen Sie, auch ohne Versicherung, für mich fiele dieser finanzielle Verlust kaum ins Gewicht. Das nehme ich Ihnen sogar ab. Von hier aus haben Sie also die beiden Mädchen beobachtet. Und dann haben Sie ihnen diese Briefe geschrieben. Ja, gut. Ich habe diese beiden Briefe geschrieben, aber ich gehe wohl recht in der Annahme, dass das nicht strafbar ist. Ich habe 2 Mordfälle aufzuklären, Herr Bockmeier. Und ich sehe einen Zusammenhang zwischen Ihrem Verhalten hier und den Morden an den beiden Mädchen da drüben. Jetzt ist es genug. Herr Kress, Sie stellen hier Behauptungen auf, für die es keinerlei Beweise gibt. Bitte gehen Sie. Auf Wiedersehen, Herr Bockmeier. Guten Abend. Herr Schuster, kennen Sie diesen Füllfederhalter? Ja, sicher. Der gehört dem Chef. Woher wissen Sie das so genau? Der Füller war unser Präsent zu seinem 50. Sehen Sie mal, hier ist ein kleiner Fehler. Der Graveur ist ausgerutscht. Für eine Korrektur war keine Zeit mehr. Ich wollte das ändern lassen. Herrn Bockmeier hat das nicht so gestört und da ist es so geblieben.
Der Chef kommt immer gegen 9. Wenn Sie mir den Füller überlassen... Ja, nein, nein, lassen Sie ruhig. Das mache ich schon selber, Herr Schuster. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Bockmeier. Guten Morgen, Herr Kress. Tja, da sind wir wieder. Ich bin ja nicht blind. Was möchten Sie? Ich muss Sie sprechen, allein. Bitte fassen Sie sich kurz. Wo waren Sie am Sonntagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr? Habe ich Ihnen das nicht bereits gesagt? Hier. Nein, Sie waren bei Katrin Hake in der Wohnung und haben diesen Füllfederhalter bei ihr verloren. Diesen Füller? Wieso diesen Füller? Mein Füller ist hier. Lassen Sie ihn stecken. Herr Schuster hat diesen eindeutig als Ihren identifiziert. Dieses hier ist mein Füller. Nicht dieser. Hören Sie doch auf! Den haben Sie sich gekauft, nachdem Sie gemerkt haben, dass Sie diesen bei Frau Hake verloren hatten. Sie haben befürchtet, den Angestellten könnte das auffallen, wenn Sie plötzlich mit einem Billigkugelschreiber unterschreiben. Was Sie da reden, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Der Füller trägt Ihre Initialen. CB. Das ist ein Geschenk der Bank zu Ihrem 50. Geburtstag. Oder wollen Sie das abstreiten? Die Gravur hat einen kleinen Fehler. Herr Bockmeier, Sie sind am Sonntagnachmittag bei Katrin Hake in der Wohnung gewesen und haben sie dort umgebracht. Sie? Guten Tag. Einen Moment bitte, ich... Guten Tag. Fräulein Hake, es geht um Ihre Unterlagen. Die noch fehlenden. Ach so, ja. Ich könnte mich persönlich um dein Problem kümmern. Stell dich vor den Spiegel. Zieh dich nackt aus. Sie sind es. Sie nicht töten. Aber getan haben Sie es. Sie sind vorläufig festgenommen. Herr Bockmeier. Darf ich? Henry, in meiner Schublade liegt der vorbereitete Entlassungsschein. Herr Dr. Böhme ist frei. Thank you.
train.